Mein Name ist Peter Rauhofer, ich bin Herausgeber und Geschäftsführer des wirtschaftspolitischen Fachmagazins Public und ich habe die große Ehre und Freude, die Podiumsdiskussion zum Thema die wirtschaftliche Bedeutung von Services des Bundes für österreichische Unternehmen, was bringt die Zukunft, hier zu moderieren. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges, ein sehr wesentliches Thema in bewegten Zeiten und gerade unsere Teilnehmer dieser Diskussionsrunde sind hier wirklich sehr berufen, zu diesem Thema auch wirklich tolle Informationen und Input zu geben. Ich darf vielleicht die Kollegen der Diskussionsrunde vorstellen. Ganz zu meiner Linken der Herr Sektionschef Dr. Clemens Auer. Er ist Leiter Sektion 1 des Gesundheitssystems, zentrale Koordination des Bundesministeriums für Gesundheit. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken direkt der Herr Sektionschef Hermann Feiner. Er ist Leiter Sektion 4 Service und Kontrolle des Bundesministeriums für Inneres. Herzlich willkommen. Gewollt und ungewollt. Zu meiner Rechten freut es mich den Herrn Sektionschef Dr. Gerhard Hopp. Er ist Leiter der Sektion 5 IT, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Finanzen zu begrüßen. Ja. Weiter geht's mit dem Herrn Sektionschef Dr. Matthias Tschirf, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Leiter Sektion 1 Unternehmen. Herzlich willkommen. Ja. Von der Magistratsdirektion der Stadt Wien, seines Zeichens CIO, Chief Information Officer der Stadt Wien, freut es mich, Herrn Obersenatsrat, Diplom-Ingenieur Johann Mittags begrüßen zu dürfen. Vom Bundesministerium für Justiz freut es mich, den stellvertretenden Leiter der Abteilung Rechtsinformatik, den Herrn Magister Christian Gesek, bei uns willkommen zu heißen. Und dann haben wir noch einen Teilnehmer, leider ohne Kärtchen, da ist in der Organisation was kurzfristig schiefgegangen. Trotzdem freut es mich aber ganz besonders, den Herrn Ministerialrat Magister Alfred Rusitschka vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Sie sehen also wirklich ein sehr ausgewähltes Podium, das wir hier für Sie zusammengestellt haben. Und ich denke mir, wenn wir gerade von der wirtschaftlichen Bedeutung von Services des Bundes für österreichische Unternehmen sprechen, dann würde es mich zum Beispiel als Unternehmer eigentlich brennend in Zeiten wie diesen interessieren, was sind denn eigentlich so die ein, zwei wichtigsten Services, sage ich jetzt einmal, aus diesen einzelnen Ministeriumsbereichen? Und da würde ich gerne mal die Frage an den Herrn Dr. Clemens Auer stellen, wie sehen Sie diese Thematik und was sind sozusagen seitens Ihres Ministeriums so ein, zwei der wichtigen Services? Danke, Herr Moderator. Gestatten Sie mir, dass ich, nicht nur weil gerade Ostern war, ein bisschen nachdenklich wäre, auch wahrscheinlich durch meine persönliche Erfahrung mit dem Thema, wo meine Themen ja sozusagen auch auf elementaren Widerstand oder fundamentalen Widerstand stoßen, doch ein bisschen nachdenklicher zu werden. Ich glaube, wir müssen heute den Nutzen, den Informations- und Kommunikationstechnologie stiften kann, in einen viel größeren Kontext in der Zwischenzeit sehen und, glaube ich, auch denjenigen immer wieder kommunizieren und die Geschichte dazu auch erzählen. Schauen Sie, ich bin sehr nachdenklich, auch als Homo Politicus, dass Informationstechnologie in der Gesellschaft heute eine rasend andere Bedeutung hat, wie das noch vor 10, 15 Jahren war. Heute reden wir in Wirklichkeit von neuen Formen der Partizipation. Und das geht weit über einen ökonomischen Nutzen hinaus. Da geht es letztlich auch darum, wie kann ich in der Polis, und ich sage das wirklich absichtlich so nachdenklich, diese Partizipation mit den Mitteln der Informationskommunikationstechnologie ordentlich gestalten. Und das ist was ganz was Grundsätzliches und Fundamentales und das bewegt mich im zunehmenden Maße, letztlich weil wir ja auch von Piraten angeknappert werden, die das ja auch zum Thema machen und das ist spannend. Damit möchte ich mich auch gerne auseinandersetzen, nicht hier jetzt am Podium. Schauen Sie, meine Themen sind einfach. Ich möchte gerne haben, dass der kranke Mensch Möglichkeit hat, mittels der Informationstechnologie die Sicherheit zu bekommen, dass die Prozesse und die Abläufe im Gesundheitswesen optimiert werden und besser laufen.
Die laufen ohnehin gut, aber die kann man durch die IKT noch optimieren. Und das ist sozusagen mein Leitprojekt, nicht? Wir brauchen alle Leitprojekte. Jetzt haben wir die E-Card lang gehabt, die funktioniert, haben wir alle in der Tasche, lieben wir alle. Und das nächste große Leitprojekt heißt dann ELGA, Vulgur Helga. Und das wird dann, das ist ein spannendes Thema. Und das ist in Wirklichkeit, das ist ein Prozess, ein Qualitätsoptimierungsthema. Und darin liegt der Nutzen. Das ist ein volkswirtschaftlicher Nutzen, das ist für den Einzelnen auch ein unmittelbarer Nutzen. Aber das ist das große Thema, das mich trägt und beschäftigt auf der österreichischen Ebene, aber wie Sie auch wahrscheinlich wissen, längst auch auf der europäischen Ebene. Weil Sie gerade ELGA angesprochen haben, ich gehe mal davon aus, dass ELGA natürlich auch einen Mehrwert für österreichische oder für Österreichs Unternehmen bringt. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, was wären denn das oder was sind die Mehrwerte? Ich weiß gar nicht, ob der Mehrwert für die österreichischen Unternehmen so riesig ist. Der Mehrwert besteht für den Bürger. Noch einmal, ich habe von der Polis gesprochen. Das ist eine Möglichkeit der Partizipation an seinem eigenen Gesundwerdensprozess. Das ist der große Mehrwert, das ist der große Nutzen und das hat natürlich dann übertragen gesprochen auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Wenn ich als Patient Zugang zu meinen Gesundheitsdaten habe, habe ich unmittelbar persönlich etwas. Wenn ich als Gesundheitsdiensteanbieter, nämlich als Unternehmer, Arzt, Ärztin, als Unternehmer Krankenhaus, Zugang zu Informationsdaten oder Gesundheitsdaten von meinen Patienten habe, habe ich einen Nutzen davon, einen qualitativen Nutzen, einen Prozessnutzen. Und das ist auch eine betriebswirtschaftliche Bedeutung. Das Investment, wo vielleicht die IT-Wirtschaft einen Vorteil davon hat, weil man sozusagen bei Gesundheitsdiensteanbietern ein Investment vornehmen muss, ist die eine Geschichte. Aber ich möchte es wirklich in den großen Kontext stellen, in den großen gesellschaftspolitischen Kontext stellen. Was bringt das für die Polis? Das bringt für die Polis unendlich viel, nämlich Empowerment und es bringt natürlich auch einen ökonomischen Nutzen, sowohl für den Einzelnen, für jeden Arzt, jede Ärztin, jede Apotheke, jedes Krankenhaus und darüber hinaus auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Dankeschön. Herr Sektionschef Feiner, um gleich sozusagen hier in der Reihenfolge weiterzugehen, gerade wenn wir sozusagen Bundesministerium für Inneres ansprechen, dann fällt mir gleich einmal ein zentraler Begriff ein, nämlich der Begriff des zentralen Melderegisters. Und da wollte ich fragen, wie der Name ja schon sagt, ist das sicherlich eine zentrale Bedeutung, gerade was die Registerdienste des Bundes anbelangt. Welche Services wird sich der Unternehmer in naher Zukunft vom Bundesministerium für Inneres letztendlich auch noch erwarten können. Vorweg erlauben Sie mir, den Veranstaltern nochmal Gratulation zu sagen. Man muss an einem Dienstag nach Ostern so eine hochkarätige Veranstaltung mal auf die Reihe bringen. Das ist wirklich beachtlich und dazu wirklich Gratulation, zumal ich das selber einige Zeit auch gemacht habe. Bevor ich auf diese konkreten Fragen eingehe, vielleicht ein etwas größeres Bild. Was bringt der öffentliche Dienst, wenn man schon von Diensten, die öffentliche Hand den Unternehmen in Österreich zur Verfügung stellen, hernimmt? Glaube ich, muss man eben das große Bild des öffentlichen Dienstes zeigen. Der öffentliche Dienst in Österreich ist entgegen der veröffentlichten Meinung nicht ein riesig großer Moloch und ich darf die OECD mit ihrer Studie auch zeigen oder aufzeigen, dass sie nämlich, dass Österreich hat ungefähr 12% im öffentlichen Dienst beschäftigt, im gesamtbeschäftigten Kontext, also von der Größe her einmal. Und was wir sehen ist gerade, dass in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel Organisationsreformen im Bereich des öffentlichen Dienstes des Bundes, der Länder und der Gemeinden ja auch stattgefunden haben. Warum sage ich das? Weil die Informationstechnologie ja nie für sich selber steht, sondern letztlich die Aufgaben einer Gesamtorganisation, eines Staatswesens widerspiegeln muss. Also die Vorstellung, dass man über die Informationstechnologie sozusagen Services anbietet, die außerhalb des Aufgabenspektrums der öffentlichen Verwaltung steht, ist ja irrig. Wir im Innenministerium gehören wie viele andere Ressorts und vor allem auch die Länder und Gemeinden zu jenen Ressorts, die sehr viel an Verwaltungsreformen durchführen. Und aktuell ist ja, glaube ich, das große Reformprojekt, die Verwaltungsgerichtsbarkeit neu mit dem Bundesamt für Fremden- und Asyl. Und ich komme dann
weil Sie mich gefragt haben, was sind die zentralen Dienste, die wir anbieten, genauer drauf zu reden und mit der Sicherheitsbehördenreform mitten in einem der größten Verwaltungsinnovationsprojekte, die wir in Österreich seit 1945 auf die Beine gestellt haben. Und das Spiegelbild dazu ist immer die Informationstechnologie letztlich. Und ich darf das am Bundesamt für Fremden- und Asylwesen zeigen. Wir sind mitten in einem Vergabeverfahren für IFA, für die integrierte Fremdenanwendung. Das heißt schlichtweg, das ist das Werkzeug, um die gesamten Verfahren standardisierter und auf IT-Technologie, vor allem für den Anwender, basiert, standardisiert ablaufen zu lassen. Das hat dann im Bereich Asyl und Fremden, vor allem auch bis hinein, und das ist für die Wirtschaft hier nicht unbedeutend, für den Niederlassungsbereich eine Beschleunigung der gesamten Verfahrenslandschaft zieht das nach sich. Der zweite Teil, und davon bin ich zutiefst überzeugt, ist der Bereich der Registeranwendungen. Wir als Österreicher sind ja zu Recht stolz, dass wir im E-Government-Bereich in Europa die Vorzeigenation schlechthin sind. Aber man muss aufpassen, im IT, und das wissen Sie, im Informationstechnologiezeitalter kann man in 2-3 Jahren sehr, sehr schnell wieder zurückfallen. Also die Vorstellung, dass wir morgen dort stehen, wo wir heute stehen, ist eine irrige Annahme. Und das gilt für die öffentlichen Verwaltungen in besonderer Weise dasselbe wie auch für die für Unternehmen. Der, glaube ich, wenn wir den nächsten Schritt im E-Government-Bereich, wo wir bisher sehr viel Serviceorientierung angeboten haben, weiterkommen wollen, dann brauchen wir Register. Unternehmensregister ist nicht das Thema des Innenministeriums, aber das Thema des Innenministeriums, und zwar in Verbindung, und das möchte ich dick unterstreichen, in Verbindung mit den Ländern und mit den Gemeinden sind diese Personenbasisregister. Und Sie wissen, wir haben ja zusammen mit den Ländern weil die Gemeinden ja die Meldebehörden sind, das zentrale Melderegister vor 10 Jahren errichtet. Wir machen jetzt den nächsten SWIFT auch technologisch und wir sind dabei, zweitens das Personenstandsregister zu implementieren. Das geht auch nicht nur von Bundesseite, sondern das geht nur im Kontext mit den Ländern und wieder mit den Gemeinden. Und wenn man das dritte Register, nämlich das Stammregister in der integrierten Fremdenanwendung hernehmen, dann haben wir das Kernpersonenbasisregister in Österreich insgesamt errichtet, weil nämlich bei der integrierten Fremdenanwendung dann sozusagen all jene dann auch erfasst sind, Menschen erfasst sind, die aus welchem Rechtstitel immer in Österreich Aufenthalt nehmen. Also mit zentralem Melderegister, Personenstandsregister und der integrierten Fremdenanwendung haben wir ein breites Personenbasisregister erstellt. Das sind die Schwerpunkte bei uns. Dann sage ich mal vielen Dank für Ihre ersten Ausführungen zu diesem Thema und ich komme gleich einmal zum Sektionschef Dr. Popp und ich könnte mir vorstellen, gerade das Bundesministerium für Finanzen, wenn es um Services für österreichische Unternehmen geht, hat da einiges zu bieten und darf Sie mal bitten, was sind denn da so die wichtigsten? Naja, also wenn ich das Wichtigste zum Anfang nenne, Sie dürfen elektronisch Steuer zahlen. Sie müssen es nicht mehr in Papierform machen. Ob Sie das jetzt als positives Service sehen, bleibt Ihnen überlassen. Faktum ist, wir können diese Leistung für den Staat, sehen Sie vielleicht nicht immer so positiv, aber diese Leistung für den Staat mit wesentlich weniger Bediensteten machen als vorhin. Und wenn es keine Komplikationen gibt, kommen Sie auch schneller zu Ihrem Geld. Das ist das, was eigentlich die wichtigste E-Government-Anwendung in Österreich ist, nämlich die breiteste. Sie aus der Wirtschaft müssen es tun, die Privaten können es tun. Und letztes Jahr haben sich immerhin schon mehr als 50% aller Privaten entschieden, es über Finanz Online zu machen. Also man sieht, das ist eine Anwendung, die in ihrer Breite nicht zu übertreffen ist. Was natürlich auch heißt, dass wir eine besondere Verantwortung für die Weiterentwicklung von E-Government haben. Wir müssen schauen, dass wir den Erfolg, den wir da erreicht haben,
weiterzuentwickeln. Also wir dürfen einfach nicht stehen bleiben bei dieser Applikation. Wir müssen mit Finanz Online ganz einfach immer weiter in Kreise vordringen, die eigentlich nicht so IT-affin sind, die eine Scheu vor dem Kastl haben, die lieber noch Papieren ihren Antrag abgeben oder, wie es die Arbeiterkammer letztes Jahr bei unserem letzten Schritt gemeint hat, gib uns unseren Papierantrag wieder. Nicht? Also auch das gibt es, mit solchen Dingen müssen wir auch immer wieder rechnen. Nun, was versuchen wir für Unternehmen neu zu machen? Zunächst einmal heute schon vom Herrn Ledinger vom Bundeskanzleramt genannt, weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Gemeinsam geht übrigens auch im IT viel mehr und viel Besseres, als wenn man es immer allein macht und nicht schaut, was ist links und was ist rechts. Wir haben das Unternehmensserviceportal seit einiger Zeit in Betrieb als Informationsportal, auch schon von Herrn Ledinger angekündigt. Ab Mitte Mai wird es individualisiert für Unternehmen zur Verfügung stellen. Was heißt das? Das ist der Einstieg in eine Welt, wo die Unternehmen, wenn sie in Finanz Online und von dort ins Unternehmensserviceportal am Anfang oder in der weiteren Folge direkt ins Unternehmensserviceportal einstellen, eine Menge Dienste vorfinden wird. Eine Menge Dienste nicht von Mitte Mai an, aber einige Dienste, wie zum Beispiel Finanz Online, wie vorhin genannt, aber auch verschiedene Dienste, die die Sozialversicherung für Unternehmen anbietet oder etwa Dienste, die das Lebensministerium für die Abfallwirtschaft anbietet und. Also alles Dinge, die Unternehmer brauchen, die sie dann von einem zentralen Punkt haben. Was natürlich dann auch möglich ist, was derzeit nicht geht, ist, dass man individualisiert für Unternehmen je nach ihren Bedürfnissen entsprechend auch Informationen anbietet. Also derzeit haben wir den ganzen Bauchladen an einer Stelle und jeder muss halt schauen, wie er zu seiner Information kommt. In Zukunft wird das maßgeschneiderter möglich sein. Und wenn wir dann so neue Anwendungen bekommen, wie das Gewerberegister neu, das wir von Ihnen dann vorgestellt bekommen, dann wird es auch dort zur Verfügung stehen, weil es ganz einfach interessant ist, wenn Unternehmen an einer Stelle es tun können, mit einem Zugang und wo sie ihre Verwaltung, was bei größeren Unternehmen wichtig ist, ihre Verwaltung selber in Richtung E-Government trimmern können. Das heißt, ein Unternehmer kann ganz einfach hergehen und kann sagen, die Frau Meier macht bei mir die Lohnverrechnung, die darf in Finanz Online einsenden, der Herr Müller ist sehr gut in der Abfallwirtschaft, der darf vom Unternehmensservice Portal in Richtung Abfallwirtschaft etwas machen. Also die Unternehmen können sich ganz einfach ihre Zugänge selbst administrieren. Wer es bei Finanz Online schon gemacht hat, hat einen Vorgeschmack, allerdings einen zarten Vorgeschmack nur, was da möglich sein wird. Und wir hoffen ganz einfach, dass wir in den nächsten Jahren dann allerdings jährlich 200 bis 300 Millionen Euro für die Unternehmen durch dieses Portal einsparen können. Vielleicht noch etwas, was wir jetzt im IKT-Konsolidierungsgesetz gemacht haben. Die E-Rechnung ist ein Thema, das für den Staat, das für die Unternehmen enorm wichtig werden wird. Wirtschaftskammer rechnet, dass die gesamtösterreichische Wirtschaft und Verwaltung rund 9 Milliarden Euro einsparen kann, wenn sie Rechnungen nur mehr elektronisch verschickt. Jetzt fangen wir mal an als Bund und hoffen, dass die Unternehmen, wenn sie diese Technik können, das dann auch B2B umsetzen und so einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Verwaltung, aber insbesondere auch die Unternehmen entsprechend sparen können und entlastet werden. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, werden ab demnächst, sagen wir jetzt einmal so, die österreichischen Unternehmen eben auf dieses Unternehmerserviceportal zugreifen können und den einen oder anderen Dienst eben sozusagen nutzen können, wo aber auch der Plan ist, sozusagen das Portfolio, das es momentan gibt an Diensten, entsprechend zu adaptieren, zu parametrisieren und auch allalong zu erweitern. Ist das richtig? Also das ist ein langer Prozess, weil so einfach ist in der IT nichts, was man sich vornimmt. Aber wir haben ein Basisprogramm anzubieten, das für viele Unternehmen schon interessant sein kann. Und wenn dann jeder Unternehmer ab 2014 Rechnungen an den Bund nur mehr elektronisch schicken kann, dann muss er über dieses Portal gehen. Also dann gibt es keine Möglichkeit mehr, woanders auszuquietschen.
Ich habe jetzt nur eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich es mir wirklich stellen trauen soll. Nachdem ich aber mit dem Finanzministerium hier spreche, wird das irgendwas kosten, den Unternehmen, oder sind diese Dienste gratis? Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht nachgedacht. Sie bringen mich auf eine neue Idee, wenn ich einspannen muss, vielleicht irgendwo Geld zu holen. Wir haben es nicht im Programm, dass wir irgendwo dafür Geld verlangen wollen. Wenn ein Dienst drinnen ist, der derzeit kostenpflichtig ist oder von jemand kostenpflichtig gemacht wird, dann ist das dessen Verantwortung. Wir werden nichts zusätzlich verlangen, wenn Sie Steuer zahlen wollen. Na, das freut uns. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich jetzt einmal ganz nach rechts außen sozusagen einmal weitergeben, damit es nicht so eine starre Abfolge hat, und zum Herrn Ministerialrat Rusitschka weitergeben. Wie gesagt, Sie sind ja aus dem Bundesministerium für Verkehr und Innovation, und man hat mir vor der Veranstaltung gesagt, man nennt Sie auch Mr. Breitband irgendwo. Und jetzt wollte ich einmal in dem Zusammenhang auch gleich fragen, so nach dem Motto, apropos Austria 2020, wohin wird denn die Reise im Breitbandbereich in Österreich, ich meine, bis zum Jahr 2020 ist vielleicht ein bisschen gar weit, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren hingehen? Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte ganz kurz ein bisschen anders einleiten, nicht nur auf die Frage eingehen. Wie der Sektionschef Auer schon richtig gesagt hat, es geht eigentlich um eine Policy-Frage. Es geht darum, relativ viel Geld zu ersparen, oder es geht auch darum, gewisse Leistungen überhaupt aufrechterhalten zu können oder zu ermöglichen. Und das werden wir wahrscheinlich nur mit IKT schaffen. Jetzt ist das BMFIT ja ein relativ großes Ressort. Wir haben relativ viele Forschungsbereiche. Also man sieht im Forschungsbereich ja sehr wohl, was in den nächsten Jahren kommen wird. Das ist sehr weit entfernt natürlich von den Angeboten, die heute auf dem Markt vorhanden sind. Aber es gibt eine zweite Frage, und da komme ich jetzt genau zur Antwort, zu der von Ihnen gestellten Frage. Wesentlich ist es natürlich, dass jeder Mann an diesen ganzen Segnungen der IKT überhaupt mitmachen kann. Es hat relativ wenig Sinn, viel Geld in IKT zu investieren oder in Services zu investieren, wenn sie dann niemand nachfragen kann. Und das ist eigentlich dann die Zielsetzung von unserem Haus, zumindest in meiner Abteilung. Es geht darum, Breitband auszurollen. Ganz einfach. Und das in einem liberalisierten Sektor, der eigentlich von der Privatindustrie getragen wird, was natürlich auch gewisse, soll man sagen, Vorfragen ganz interessant werden lässt. Wann darf ein Staat überhaupt fördern? Darf ein Staat fördern? Wann greift denn den Wettbewerb ein? Wie weit neutral muss man sich dabei verhalten? Wie weit darf man aber gewünschte politische Implikationen bereits mit reinnehmen? Also ein sehr interessantes Gebiet, sehr spannend, und das kommt jetzt, wie Sie ja richtig gefragt haben, zu Europa 2020. Das ist eine Zielsetzung der ganzen EU. Zielsetzung bis 2020 ist, 30 Megabit für jedermann garantieren zu können, und 50% der Haushalte sollten Anschlüsse mit 100 Megabit oder mehr schon nutzen. Das heißt, schon nicht nur verfügbar haben, sondern bereits nutzen. Ja, wenn man sich heute die Landschaft anschaut, wir haben jetzt ein Förderprogramm laufen, darum weiß ich sehr genau, wie es bei uns ausschaut. Wir hätten ja ungefähr 31-32% der Haushalte, die heute bereits 100 Megabit pro Sekunde erlangen könnten. Das wäre über die Kabel-TV-Netze. Wenn man ein paar versprengte Lichtwellenleiteranbieter, wir haben Mobilfunkanbieter, wo zu erwarten ist, dass LTE in Kürze kommen wird, also mit der Versteigerung, die für den Herbst 2012 vorgesehen ist. Aber von einer wirklichen flächendeckenden Versorgung sind wir noch weit entfernt. Und dazu muss ich sagen, erschwerend kommt dazu, dass meine Chefin, die Frau Bundesminister Burdes, im Herbst des Vorjahres gemeint hat, sie steht für Chancengleichheit. Das bedeutet, wir wollen in Österreich 100 Megabit für alle 2020 haben. Wie wir das erreichen, steht derzeit noch ein bisschen in den Sternen. Das Problem, was wir da heute sehen, ist, wir bräuchten eine Investition auf dem Markt von etwa 5 Milliarden Euro unter optimalen Bedingungen. Das bedeutet, wenn nicht, wie in der Wirtschaft üblich, mehrere Unternehmen investieren, sondern wenn es eine Betriebs-GmbH gäbe, die eben in den noch nicht versorgten Gebieten unter optimalen Bedingungen versorgen würde. Das werden wir auch nicht erleben. Das heißt, die Investitionsbedürfnisse werden etwas höher liegen. Und dann kann man sich, ich glaube, das sind ja keine geheimen Zahlen, über den Telekom-Monitor anschauen, was wird derzeit investiert im österreichischen Markt. Und dann sieht man, dass man das, wenn man es nur dem Markt überlässt, bis 2020 eigentlich nicht erfolgen wird. Daher hat jetzt das BMFIT eine Strategie erarbeitet. Wir können sie noch nicht vorstellen, sie wird in den nächsten Tagen
hoffentlich so weit sein, dass sie auch politisch vorgestellt wird. Und darin eben dann Schritte gezeigt, wie wir überhaupt zu diesem Ziel kommen können. Denn es ist ganz klar, es müssen ja alle diese Dienste, diese Services, die um doch relativ viel Geld erarbeitet werden und angeboten werden, sie müssen ja bis zum Kunden kommen. Es hat ja keinen Sinn, wenn dann der Kunde das nicht nachfragen kann. Und genau diese Zielsetzung obliegt uns. Also genau hier arbeiten wir Schritt für Schritt in diese Richtung, damit eben eine Versorgung tatsächlich vorhanden ist. Die Ausgangslage in Österreich ist eine sehr gute. Also wir haben heute mehr als 99% Verfügbarkeit mit 1 bis 2 Megabit. Das heißt, diese grundlegenden Dienste, die heute angeboten werden, funktionieren im Großen und Ganzen problemlos. Das ist natürlich jetzt immer noch eine Herausforderung, Dienste auf verschiedenen Plattformen anzubieten. Keine Frage, das ist ein Programmieraufwand, kostet etwas, wird aber passieren. Die Hauptproblematiken sehen wir allerdings, wenn große Bandbreiten nachgefragt werden. Dann stoßen die derzeitigen Netze tatsächlich an ihr Limit. Nur das Problem in diesem ganzen Sektor mit diesen hohen Investitionskapazitäten ist ja, man muss heute investieren, um dann überhaupt den nächsten Schritt machen zu können. Und dieser Herausforderung stellen wir uns und ich bin auch noch für sich relativ zuversichtlich, dass wir das bis 2020 auch schaffen werden. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es hier sozusagen ein bisschen auch ein Henne-Ei-Problem, nicht? Gerade wenn wir in Richtung Breitband gehen. Auf der einen Seite natürlich eine gewisse Infrastrukturthematik oder Herausforderung, sagen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Finanzierungsthematik. Da würde sich für mich ja auch die Frage gleich dann stellen, wie stehen wir denn momentan da eigentlich so im internationalen Vergleich da beispielsweise, was diese Thematik anbelangt? Naja, wir sind, gutes Österreich, immer im Mittelfeld. Wir haben allerdings ein Regierungsprogramm 2008 ja drinnen, dass wir uns in die Spitzenzone vorbewegen sollen. Das heißt, wir werden deshalb nicht nur Europa 2020 mitverfolgen und mit umsetzen, sondern wir werden darüber hinausgehen müssen. Es sind auch gewisse Strukturen schon geschaffen worden. Es gibt jetzt das Kompetenzzentrum Internetgesellschaft, wo eben Prioritätenkataloge vorbereitet werden, wo an und für sich genau diese Zielsetzung weiter behandelt wird. Und natürlich, wir werden uns mehr anstrengen müssen. Das ist ganz klar. Wir sehen, wenn wir uns in Europa an die Spitze vorbewegen würden, ich muss das immer in der Möglichkeitsform sagen, wären wir auch weltweit an der Spitze. Also die besten Länder sind derzeit die nordischen Staaten. Wenn wir dort herankommen, dann ist grundsätzlich alles möglich. Das mit dem Henne-Ei-Problem sehe ich derzeit nicht so wirklich. Sagen wir es einmal so. Wir haben bis jetzt gesehen, dass die Netze, die angeboten wurden, und egal welche Bandbreiten, binnen kürzester Zeit gefüllt wurden. Es ist natürlich die Frage, ob das immer sinnvoll ist, was hier dann läuft und ob es legal ist. Auch das kann man diskutieren. Aber grundsätzlich, ich kann nur so sagen, wenn man die Bandbreite hat, nutzt man sie komischerweise. Das ist halt wie eine Autobahn. Nicht? Ist sie nicht da, geht sie ab. Wenn sie dann da ist, wird sie irgendwann nach wenigen Jahren so eng sein, dass trotzdem zu Stauungen kommt. Und genau dann kommen wir wieder mit der IKT und sorgen dann noch eine flexible oder angewandte Steuerung. Werden wir das schon schaffen? Und in Wirklichkeit bauen wir dann die dritte und vierte Spur dazu. Also es wird im Telekom-Bereich ähnlich sein. Wir haben heute Netze, die halbwegs ausgelastet sind, noch nicht hundertprozentig. Und wenn der nächste Schub kommt, dann werden eben die Investitionen hier mitfolgen müssen. Und das Problem sind dann nicht nur die Kundenzugänge, ob die jetzt 100 Megabit oder 200 haben werden, sondern es geht ja auch darum, wenn wirklich so viele Daten transportiert werden, muss auch das Core-Netz noch weiter aufgerüstet werden. Das heißt, die Problematiken, ja, die Schwierigkeiten steigen exponentiell an. Aber ich glaube, für uns alle keine Neuigkeit und nicht irgendwas, wo wir jetzt die Augen davor verschließen, sondern eigentlich tägliches Business und ich glaube, in diese Richtung ziehen wir alle an einem Strang. Ich glaube ja, dass alle diese Thematiken natürlich auch entsprechende Herausforderungen mit sich bringen oder in sich bergen, denen sind wir uns ja alle bewusst und so wie ich sie auch vernommen habe, sind sie auch prepared und werden entsprechende Announcements ja auch in der näheren Zukunft sozusagen eben hier bekannt geben, in welche Richtung es da weitergeht. Vielen Dank einmal für Ihre ersten Ausführungen. Ich möchte dann in dem Sinne gleich vielleicht in dieser Richtung weitergehen und möchte mich dem Herrn Magister Gesek zuwenden, Bundesministerium für Justiz, wie gesagt, stellvertretender Leiter der Abteilung Rechtsinformatik. Das Bundesministerium ist ja ebenfalls Anbieter von Services für die Wirtschaft.
Welche Services sind denn das konkret, was das Justizministerium hier der Wirtschaft anbietet? Ja, danke schön. Der Tisch der Services, die die Justiz anbieten kann, ist wahrlich ein reich gedeckter und zwar fast im buchstäblichen Sinn. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung haben wir unsere Projekt- und Produktblätter aktualisiert und können damit einen ganzen Tisch, der draußen die Leistungen der Justiz präsentiert, füllen. Weil das große Bild heute aber schon vereinzelt angesprochen wurde, glaube ich, dass der Maßstab für die Leistungen der Justiz nicht die Massierung oder Aufzählung der IT-Services sein darf, sondern in der Einzahl darüber gestellt, dass Service und die Servicequalität, die hier tatsächlich mithilfe der IT-Anwendungen geboten werden kann. Und da gibt es wahrscheinlich durchaus tauglichere allgemeine Parameter, die zur Evaluierung der Leistungen von Justiz herangezogen werden können. Einer, der sich international durchgesetzt hat, ist zum Beispiel die Verfahrensdauer. Da gibt es jüngst den vierten Bericht des Europarates zur Evaluierung der Justizsysteme. Und da ist insbesondere unter dem Blickwinkel der Verfahrensdauer auch der österreichischen Justiz ein sehr positives, ein hervorragendes Zeugnis erneut ausgestellt worden. Um auf die Frage zurückzukommen, welches sind die wichtigsten Services, die aktuell im Portfolio der Justiz sind. Es ist eine etwas trickreiche Frage, welches Kind haben Sie denn am liebsten? Aber wenn man es in dieser Analogie weiter behandelt, gibt es schon ein paar Kinder, die besonders lange Zeit hatten, uns ans Herz zu wachsen. Und darunter sind die, glaube ich, sattsam bekannten Anwendungen des österreichischen Firmenbuchs und des Grundbuchs. Das Grundbuch schon seit Beginn der 80er Jahre und daher nach mehr als 3 Jahrzehnten problemlosem Betrieb ein Kandidat für eine grundlegende technologische und funktionale Erneuerung. Auch gemeinsame Projekte der öffentlichen Verwaltung und zu der darf ich in Beugung des Gewaltentrennungsprinzips auch die Justiz in der heutigen Runde zählen. Ein gemeinsames Projekt, die Erneuerung des Grundbuches, das gemeinsam mit den Projektpartnern des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums unternommen wurde und Anfang Mai in einer ganz wichtigen ersten Projektphase zur Auslieferung gelangen wird. Für die Kommunikation in Richtung der Bürger im Allgemeinen und der Wirtschaftstreibenden im Besonderen setzt die Justiz schon seit Beginn der 90er Jahre auf den sogenannten elektronischen Rechtsverkehr, kurz ERV genannt. Darunter versteht man die strukturierte, gesicherte elektronische Kommunikation der Verfahrensbeteiligten mit den Gerichten im Hinverkehr, aber im Rückverkehr auch mit der Informationsweitergabe durch die Justiz an die Beteiligten des Verfahrens. Mittlerweile zählt die Justiz beim ERV mehr als 6.000 Großkunden zu den Nutzern dieses Service, darunter alle Rechtsanwälte und Notare, Versicherungen und Banken. Und das ist, glaube ich, entbehrt jeder weiteren Ausführung, dass hier die elektronische Kommunikation Kosten und Aufwände bei allen Beteiligten zu sparen geeignet ist. Der ERV selbst hat im Jahr 2011 mehr als 11 Millionen Sendungen befördert und steht per se aber nicht isoliert da, sondern wird durch eine Reihe weiterer Maßnahmen ausgebaut und unterstützt. Da gibt es zum einen den Automatismus des Zustellservice der Justiz, also eine Weichenstellung bei den Zustellungen der Justiz, ob die Adressaten potenzielle Teilnehmer des ERV sind und eine automatische Weichenstellung in Richtung elektronische Kommunikation, so diese Anbindung gegeben ist. Für den Fall, dass noch die klassische Papierkommunikation erforderlich ist, ist auch das optimiert, nämlich im Wege der Poststraße, einer zentralen Druck- und Kuvertierungsanlage im Bundesrechenzentrum in Wien, wo diese Papierzustellungen dann optimiert abgewickelt werden können. Als neueste Errungenschaft kommt Ende dieser Woche die Integration des hybriden Rückscheinbriefs hinzu. Eine weiters optimierte Form der Zustellung, zum Teil von Papierschriftstücken und von elektronischen Metainformationen, die der Post übermittelt werden. Diese Schiene ermöglicht uns in Zukunft auch mehrere Zustellstücke, die von verschiedenen Justizdienststellen oder verschiedenen Justizapplikationen an ein und denselben Adressaten
gerichtet sind, in einer Zustellung zusammenzufassen und allein das Kostensenkungspotenzial oder Einsparungspotenzial dieser neuen Schiene wird auf jährlich mit rund 10 Millionen Euro geschätzt. Auch das Zustellservice des Bundeskanzleramtes ist in die Systeme der Justiz integriert. Also ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Kommunikationsschiene, die hier schon seit Jahren erfolgreich befahren wird. Gut, vielen Dank. Herr Sektionschef Tschirf, Ihnen... Ja, dann nehme ich gleich dran. Okay, ich habe mir nur gedacht, ich komme jetzt einmal zu Ihnen, weil es für mich auch thematisch ganz gut passt. Und Ihnen gebe ich eigentlich nur ein Stichwort, sozusagen das neue zentrale Gewerberegister. Was sind da sozusagen für Advantages, für Gutes, für News sozusagen zu diesem Thema aus Ihrer Sicht heraus? Ja, herzlichen Dank. Gerade in diesen Räumlichkeiten ist man sicher viel mit Gewerbeordnung, der wesentlichen Kodifikation, die zur Entwicklung freien Unternehmertums in diesem Land beigetragen hat und auch in der Zukunft beiträgt, geradezu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte nur etwas mit etwas beginnen, weil zu Anfang ja auch einige generelle Ausführungen gemacht worden sind. Wenn wir uns die heutige Welt hernehmen, dann sehen wir gerade ein Land wie Österreich eingebettet in der Europäischen Union im Wettbewerb mit völlig anderen Regionen. Wenn man sich nur vor Augen führt, die Relation der OECD-Länder zu den sogenannten BRICS vor 12, 13 Jahren faktisch umgekehrt wie heute. Damals waren 75% des Bruttosozialprodukts im OECD-Bereich. Heute geht es schon in Richtung BRICS. Ein zweites aber, wenn man sich die Situation ansieht, was ist die Stärke Europas, wo man immer nur redet von der Krise. Die Stärke sind die KMU. Und nicht umsonst hat sich daher auch die Europäische Union sehr stark vorgenommen, für die KMU etwas zu tun. Und was ist die zentrale Regelung für die KMU? Das ist die Gewerbeordnung. Und da, übrigens etwas, was es in anderen Teilen Europas nicht gibt, wo durchaus auch mit der irgendwo hingeblickt wird, was bei uns alles möglich ist. Nicht umsonst haben wir eine der niedrigsten Arbeitslosenraten, sogar die niedrigste Arbeitslosenraten, sind bei der Jugendbeschäftigung die Nummer eins in Europa. Das sei auch gesagt, wenn man immer nur alles so kritisch beleuchtet, aber was die KMU betrifft, können wir uns sehen lassen. Und das ist die Aufgabe gerade des Wirtschaftsministeriums hier, für die Rahmenbedingungen hier entsprechend sich zu engagieren, diese Rahmenbedingungen immer wieder zu verändern. Und ein Punkt, der immer wieder kritisiert wird in Österreich ist, bei euch ist das Problem der Föderalismus. Und jetzt schaffen wir es, Gewerberegister, die Anmeldung der Gewerbe erfolgt ja bei den Bezirksverwaltungsbehörden, das heißt bei den Behörden der Bundesländer, beziehungsweise bei den Statutarstädten. Und jetzt ist das Ziel dabei, mit dem zentralen Gewerberegister, ohne dass das jetzt an der Verfassung etwas geändert wird, hier ein gemeinsames in den nächsten 2 Jahren zu schaffen, auf digitale Art und Weise, sodass wir eigentlich die Probleme des Bundesstaates überwinden und gleichzeitig seine Chancen entsprechend nutzen. Und das ist gerade auch in einer Situation, wie wir uns als Österreich befinden, wichtig. Daher hat das Wirtschaftsministerium herangegangen und mit den Ländern, insbesondere mit dem Bundesland Wien, Oberösterreich, hier ein gemeinsames zentrales Gewerberegister aufzubauen. Das ist ein Projekt für die nächsten Jahre. Und da möchte ich noch eine Bemerkung machen. Ich habe vor 14 Tagen mit dem Generaldirektor Daniel Crespo für Unternehmenspolitik in Brüssel gesprochen. Und er war deshalb fasziniert davon, weil er gesagt hat, das wäre ja eigentlich etwas für Europa, wo wir 27 verschiedene Staaten haben und nicht so leicht eine neue Verfassung kriegen mit neuen Kompetenzverteilungen und trotzdem etwas Gemeinsames zusammenbringen. Also wenn man da im kleinen Österreich ein kleines Stück, das wichtig für die KMU ist, schaffen, könnte man vielleicht doch ein Signal für viel weitergeben. Ja, gut. Sozusagen Österreich als Vorzeige- oder Pilotprojekt für den gesamten europäischen Raum. Sehr schön. Ja, Herr Obersenatsrat, Mittes, auf Sie hätte ich natürlich nicht vergessen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von den Services des Bundes
für unsere österreichischen Unternehmen gesprochen, aber natürlich auch Länder, Städte und Gemeinden haben ja auch Initiativen und Services laufen, auch ja unter anderem zum Beispiel im E-Government-Bereich. Wie schaut denn das konkret in der Stadt Wien aus zum Beispiel? Es freut mich in dieser honorigen Runde, der Titel lautet ja des Bundes. Ich habe heute in der Keynote ja schon ein bisschen beleuchten können, was Wien und der E-Government leistet. Ist ganz wichtig auch hier, dass als Wien bin ich gerne hergekommen, als Landstadt und Gemeinde haben wir eine sehr große Mitverantwortung. Wir haben, und das zeigen wir, wir wollen über Kooperation das Bestmögliche für unsere Kunden und das ist Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft auch erreichen. Alle Themen, die heute genannt worden sind, berühren uns, wir sind dabei und wir haben auch damit Schwerpunktsetzungen. Denke nur, und das sind für mich ganz wichtige Weiterentwicklungen, wenn wir, und ich bin überzeugt davon, die Möglichkeiten und Potenziale der IKT müssen wir ausschöpfen, also der Information- und Kommunikationstechnologie. Wenn wir das machen wollen und müssen, dann ist notwendig die elektronische Identifikation für natürliche Personen und für juristische Personen zu erreichen. Und das, was Sie heute gehört haben, sind genau die Bausteine, wo Wien intensiv dabei ist, mit dem zentralen Personenstandsregister. Da erwarten wir gemeinsam, dass wir erfolgreich sind ab April 2013. Das gibt ganz neue Möglichkeiten zur Servicierung und zwar durchaus vergleichbar mit dem Grundbuch. Es werden nicht mehr 1800 Bücher in Österreich herumliegen, sondern wir werden Register haben. Mit ganz neuer Möglichkeit der Services, etwa Services, wie sie es in Wien schon gewohnt sind, Checkpoint Geburt im AKH. Und das sind zukünftig eigentlich Funktionen, die überall leistbar sind. Das Zweite ist, und das ist für Wien ganz wichtig, Wien hat mehr als 70.000 Unternehmen, ziemlich viele kleine. Und das sind ganz wichtig. Gerade im IT-Bereich haben wir 17.000 solcher wirklich Profis und Experten mit 1 bis 4. Und wir haben ungefähr 19.000 Unternehmensgründungen oder Bewegungen. Und damit ist das Zentralgewerberegister ganz was Wichtiges. Auch das wird ganz neue Möglichkeiten schaffen ab 2014. Also bei diesen beiden Riesenprojekten sind wir gerne und engagiert dabei, weil diese Projekte Österreich weiterbringen. Die technologischen Sachen sind genauso von Bedeutung. Kollege Rusischka, kann ich nur sagen, ich sehe es jetzt da bei der Planung, wie wichtig das ist. Wir entwickeln einen Stadtteil Aspern und dort eben nicht Infrastruktur vorzusorgen, ist eine Fahrlässigkeit, versteht kein Bürger, wenn wir danach wieder aufgraben. Also das sind Planungsvorhaben, sich zu beschäftigen, schaffe ich es mit WLAN neue Möglichkeiten nach vorn zu bringen, werden sie möglicherweise im Juni dann auf der Donauinsel schon einmal genießen können. Das ist eine Vorhalteleistung, wo es die Stadt zahlt, aber das ist völlig klar, das kann keine Verpflichtung nur der Stadt sein, sondern man muss diese Innovationen, kann man nur gemeinsam machen und akkordiert machen. Und was sicher jetzt, und da könnte ich sehr viele Punkte beleuchten, was für mich auch eine ganz wichtige Sache und daher Botschaft auch für Sie ist, der Bürger bleibt als Kunde singulär bei Beurkundungen, bei Anlassfällen, wo er tätig ist. Das heißt, er bleibt, wenn man so will, unter Anführungszeichen Laufkundschaft. Ich glaube, dass wir gerade in Wien sehr viel geleistet haben in Richtung dieser Kundenorientierung zum Bürger, Bürgerin hin. Ganz anders, wenn wir die Potenziale in Österreich ausschöpfen wollen, ist die Unterhaltung oder die Kommunikation unter den Profis. Und Profis sind andere Organisationen und Behörden und es ist die Wirtschaft. Und das ist völlig klar und um das kommen wir nicht herum. Im Bereich des Bürgers muss ich die Mehrkanalfähigkeit erhalten. Das heißt, ich habe Front Office, ich habe Brief, ich habe sämtliche Formen. Und das ist schon vom Kollegen Bob angeschnitten worden. Im Bereich einer Rechnungslegung, E-Procurement und so weiter brauchen wir nicht über Mehrkanalfähigkeit reden, sondern dort müssen wir weitgehend elektronische Abwicklung machen. Und daher hat Wien eben Schwerpunkt auch heuer E-Rechnung, Wien stellt elektronisch zu, alle diese Dinge, um hier weiterzukommen. Also wir machen und glaube, dass wir mehrfach Europameister sind, zeigt ja unsere Kooperation, um die uns sehr viele beneiden, sehr viel Schritte in die richtige Richtung und ich sehe mich genau bei diesen Schritten ja nicht nur als Beamter, sondern ich sehe mich als Bürgervertreter und daher möchte ich auch bei den richtigen Schritten dabei sein.
Sehr schön. Egal, ob es um Services des Bundes, der Städte, der Gemeinde oder der Länder für Österreichs Unternehmen geht, glaube ich, ist ja wahrscheinlich eine zentrale oder sehr wichtige Frage ja auch die Zusammenarbeit sozusagen zwischen Wirtschaft, den Unternehmen und den, nennen wir es einmal so, Behörden. Wie ist denn da Ihre persönliche Wahrnehmung? Ist das ausreichend momentan oder müsste so etwas eigentlich noch weiter ausgebaut werden, sozusagen Kommunikation zwischen Wirtschaft und Behörden? Oder was sind da die Herausforderungen? Vielleicht gleich zu Ihnen, Herr Dr. Popp. Naja, also ich könnte nicht behaupten, dass es genug Information gibt und dass es genug Kommunikation gibt. Wir sehen das immer dann, also ich kann jetzt nur von der IT natürlich reden, beim Steuerzahlen ist es anders, da gibt es eine sehr gute Kommunikation, hoffe ich zumindest. Insbesondere dann, wenn der Betriebsprüfer kommt, gibt es ganz intensive Diskussionen. Spaß beiseite, das findet nicht jeder so lustig. Wir sind nur drauf gekommen, zum Beispiel beim Thema E-Rechnung, dass hier auf europäischer Ebene die Bestrebungen da sind und das wird in jedem Land umgesetzt bis 1. Jänner 2013, dass die elektronische Rechnung der Papierrechnung gleichgestellt werden muss. Haben wir gesagt, gut, das gefällt uns recht gut, da müssen wir etwas tun. Bauen seit eineinhalb Jahren alle Voraussetzungen, dass wir mit 1. Jänner 2013 flächendeckend elektronische Rechnungen empfangen können, als Bund, überall, jede Dienststelle, jedes Ministerium. Und dass wir diese Rechnungen dann gleich weiterverarbeiten müssen, nicht ausdrucken müssen und dann vielleicht wieder einscannen und in andere Systeme einbringen. Dann haben wir einmal nachgefragt bei der IT-Wirtschaft, wie sie das unterstützen kann. Und da sind wir schon auf sehr interessante Antworten gestoßen. Große Firmen haben das gar nicht so registriert, dass hier neue Chancen bestehen, dass hier riesige Potenziale für die Wirtschaft bestehen und sie eigentlich sehr aktiv sein müssten. Also das war für mich mitunter enttäuschend, aber wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, dieser Wirtschaft zu sagen, hoppala, Leute, da gibt es diese, jene und diese und dritte Standards, bitte schaut euch das genau an und liefert es den Unternehmen, die eure Buchhaltungssysteme haben, auch die entsprechenden Tools, dass sie von Maschine zu Maschine übertragen können. Ich hoffe, dass wir dorthin kommen. Wir reden natürlich auch mit kleineren Anbietern, die insbesondere kleine Gemeinden versorgen, weil was soll eine kleine Gemeinde auf sich gestellt machen? Die arbeiten alle in Verbünden oder die meisten arbeiten in Verbünden. Und wir sind an diese Anbieter herangetreten und haben gesagt, für uns als Bund ist es zwar interessant, weil wir ganz einfach von dem, was die öffentliche Verwaltung sich dabei einsparen kann, zwar doch mit einem zweistelligen Millionenbetrag als Bund dabei sind, aber ihr als Gemeinden, also die Gemeinden und ihr als ihre Anbieter, hättet ein wesentlich größeres Potenzial, weil ganz einfach die Gemeinden mit ihren Bürgern intensive briefliche Kommunikation haben, viele Rechnungen aussenden, viele bezahlt bekommen von den Gemeindebürgern. Und wenn das nicht angeboten wird als Service für die Gemeinde, dann findet es einfach nicht statt. Wir haben jetzt aus diesem Grund gesagt, wir müssen noch viel intensiver mit der Wirtschaft reden. Wir reden daher ganz intensiv auch mit der Wirtschaftskammer und versuchen, die Rechnung an den Bund zu entwickeln. Aber wir versuchen gleichzeitig auch Voraussetzungen zu schaffen damit, dass B2B das Geschäft funktioniert. Weil die These der Wirtschaftskammer und von uns ist, wenn ein Unternehmen das einmal implementiert hat und es damit kann zum Bund, dann kann es auch zu einem anderen Unternehmen. Und das ist so die Idee, Impulsgeber zu sein, dass die Wirtschaft insgesamt diesen Vorteil heben kann, weil ein Unternehmen alleine schafft das auch nicht. Und wir versuchen halt überall, wo wir mit Unternehmen zu tun haben, und das ist halt insbesondere der Steuer- und Zollbereich, auch über diese Dinge zu reden, um zu zeigen, was geht alles und wo sind Zusammenarbeit im E-Government und insbesondere im IT-Bereich möglich. Denn wir sind zwar IT-mäßig als Republik recht gut, was E-Government anbelangt. Ist schon wiederholt gesagt worden. Wir wälzen aber im KIC, also im Kompetenzzentrum Internetgesellschaft, immer wieder die Frage, was können wir tun, dass Österreich als IT-Standort auch zu den Top 10 gehört. Das ist das Ziel, das wir haben. Und da muss ganz einfach von den Unternehmen auch recht viel kommen, aber es muss auch was von der öffentlichen Verwaltung kommen, weil wir sehen ganz immer, wo die Schwerpunkte sind, wo wir uns verbessern können.
Das sind, glaube ich, drei Punkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das eine, das ist, die Steuerquote ist recht hoch. Ich glaube, da werden wir nicht sehr viel bewegen können in den nächsten Jahren. Das zweite ist, die Telefonanschlüsse sind sehr teuer und dauern sehr lang, sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich. Und das dritte, die Gewerbeanmeldung dauert so lange. Also das sind so die Highlights, wo wir unsere schlechten Noten uns international erkaufen. Und das kann nicht der Bund alleine, das kann nicht die Wirtschaft alleine, das kann man nur gemeinsam bewältigen, dieses Ding. Aber mit einem neuen Gewerberegister werden wir schon viel weiter kommen, wenn die Gewerbeanmeldung nicht mehr 3 Wochen dauert, sondern nur mehr 1 Tag oder 2. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei all diesen Services und Dienstleistungen. Das Internetzeitalter, die Technologie und Infrastruktur hat uns ja viele Möglichkeiten geboten oder bietet uns viele Möglichkeiten, um hier innovativ neue Wege zu gehen, natürlich auch Wege abzukürzen und auch Zeiten sozusagen abzukürzen, um hier effizienter und produktiver eben arbeiten zu können. Ich glaube aber schon, dass natürlich sozusagen es wichtig ist, wie werden die Angebote angenommen. Und da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, ob die Durchdringung in die Wirtschaft Bereiche schon so weit gegeben ist. Und da wollte ich gleich mal den Herrn Feiner fragen, was sind da so Ihre Erfahrung oder Wahrnehmung in dem Bereich? Ist man dann schon weit genug oder fest genug an der Wirtschaft dran oder gibt es da noch Nachholbedarf? Also unsere Wahrnehmung ist vielleicht ein bisschen anders als die des Finanzministeriums, weil wir ja unsere Informationstechnologie selber betreiben zum Großteil. Das Innenministerium hat das größte Netzwerk in der öffentlichen Verwaltung. Wir betreiben selber rund 400 Anwendungen. Und die Erfahrung, die wir haben, gerade mit der Wirtschaft, die ist natürlich, wir brauchen die großen Anbieter und Sie kennen sie alle, aber die Überraschung ist immer, dass wir sehr viele kleine Unternehmen haben, die im Anwendungsbereich unglaublich innovative Ideen und Ansätze haben und dann auch bei der Implementierung vor allem diese Schnittstellenproblematik sehr gut in den Griff bekommen. Die Grundvoraussetzung allerdings ist, dass man als Bedarfsträger sehr genau definiert, was man braucht und was in die Systemlandschaft hineinfällt. Ich glaube, die größten Fehler im IKT-Bereich werden gemacht, wenn der Bedarfsträger, also der letztlich sozusagen den Auftrag vergibt, sein technisches Anforderungsprofil nicht klar genug definiert. Aber insgesamt ist unser Kontakt mit Unternehmen sehr breit. Wir führen ja, und um auf den Kollegen Mitteis zurückzukommen, weil das ein Schlüsselpunkt ist, man kann ja die Unternehmensregister von den Personenbasisregistern nicht trennen. Gerade im Registerbereich sind ja österreichische Unternehmen, wie wir auch im zentralen Melderegister sehen, wo ja sehr viel Know-how aus Österreich kommt, auch wenn es internationale Konzerne sind. Dass der Personenkern für beide Register der Schlüssel ist. Da erwarte ich mir vor allem in der Zukunft eine viel größere Kooperation zwischen den Bedarfsträgern. Also wir können ja im Registerbereich voneinander lernen. Vielleicht nur zusammenfassend, und wo wir den privaten Sektor massiv brauchen, ist in der gesamten Idee Innovation. Das können wir nicht. Wir sind Anwender und Systemerhalter und Systembetreuer. Da erwarten wir uns sehr viel. Das Innenministerium hat ja darüber hinaus jetzt vor allem einen sehr großen Schwerpunkt mit Kanzleramt und mit den anderen Ressorts, die davon massiv betroffen sind, im Bereich der Cybersecurity getroffen. Da sehen wir, dass vor allem wir ganz stark auch die betreiberkritische Infrastruktur benötigen. Und was eine kritische Infrastruktur ist, das ist ja nicht eine restriktive Definition, sondern Sie werden sehen, bis in den Bankensektor hinein, aber viele von Ihnen sind wahrscheinlich Selbstbetreiber kritische Infrastruktur, weil das ja nicht abhängig ist, allein was sozusagen ex cathedra definiert wird, sondern ob nämlich auch der Bürger in seinem Serviceverständnis kritische Infrastruktur so empfindet. Also wir brauchen die Partnerschaft mit dem privaten Sektor, vor allem im Gewerbebereich, weil sehr viel Innovation aus diesem Bereich herauskommt und vor allem, weil der zweite Teil neben den Registern aus unserer Sicht vor allem die Standardisierungsfrage eine Schlüsselfrage überhaupt auch um Kostensenkungshebel herauszubekommen sein wird.
Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man so Standardisierung betreiben kann. Interessant ist vielleicht ein Teilaspekt, der mir besonders wichtig ist, auch in diesem Cybersecurity-Kontext, und das vor allem für die Unternehmen eine wichtige Frage ist. Wir in Europa haben im Gegensatz vor allem zu den US-Amerikanern noch immer sehr stark den Wettbewerb als ein wesentliches unter diesen vier Grundfreiheiten, als einen wesentlichen Faktor auch im IT-Bereich drinnen. Und ich sage das, da bedarf es eines Umdenkens. Wir glauben, wir müssen als Betreiber auch von komplexen IT-Systemen sehr stark auch den Eigennutzen und die Eigeninteressen definieren. Wenn ich jetzt nur daran denke, dass große Systemkomponentenlieferanten aus China und aus weiß Gott wo kommen und daher auch die Anfälligkeit von IT-Architekturen größer ist, dann müssen wir den Wettbewerb da ganz stark auch durchaus im Sinne unserer des Selbstschutzes unserer Volkswirtschaften einschränken. Und die Amerikaner können das sehr gut, sie machen es auch. Wir Europäer müssen da einen Lernprozess durchgehen. Und ich glaube, das wird auch vor allem den KMUs helfen, nämlich auch in diesem Bereich durchaus sehr viel Innovation hineinzubringen, weil da geht es nicht um die Kostenfrage, da geht es um die Sicherheitsfrage für den Betrieb von komplexen IT-Sicherheitsarchitekturen. Also ganz wichtig, wie ich glaube, da sind wir uns ja alle sozusagen einig, ist wirklich hier die übergreifende oder verschränkende Zusammenarbeit zwischen Bund, den Ländern, den Gemeinden und den Städten in den einzelnen Projekten. Ich gehe auch davon aus, dass sozusagen innerhalb oder unterhalb der Ministerien natürlich hier auch Synergien genutzt werden und entsprechende Kooperationen und auch Projekte gemacht werden. Und natürlich, wie wir alle wissen, ganz, ganz wesentlich die Wirtschaft auch natürlich mit einzubeziehen. Weil so wie es der Herr Sektionschef Bob gesagt hat, man ist ja auch letztendlich angewiesen auf den Input der Wirtschaft. Was ist wirklich notwendig? Welche Parameter und Voraussetzungen benötigt die Wirtschaft in den einzelnen Disziplinen, in den einzelnen Bereichen? Wir könnten da jetzt natürlich noch ganz lange diskutieren. Wir haben da spannende Themen, auch sehr, sehr kompetente Gesprächspartner. Ich glaube, aus Zeitgründen möchte ich doch zu einer Schlussrunde bereits kommen und würde gern von jedem der Teilnehmer ganz einfach einmal sein persönliches Feedback und Statement abfragen wollen. Wie sehen Sie Ihren Bereich, sozusagen die nächsten 2, 3 Schritte, die die Zukunft bringen wird, beziehungsweise was sind so die Ziele, die man jetzt mittelfristig erreichen möchte, zukünftig? Und da möchte ich vielleicht gleich mit Herrn Rutzitschka beginnen. Gut, es ist relativ einfach, es wurde heute schon mehrmals genannt, das Hauptschlüsselwort wird Kooperation sein. Egal ob auf der Dienstebene, auf der Betreiberebene, das Leben wird komplexer, auch alle IT-Anwendungen werden immer komplexer, das ist der ganz normale Evolutionspfad, wir werden das nicht umdrehen können. Das heißt, immer mehr Zusammenarbeit wird notwendig sein und wenn ich daran denke, an die finanziellen Mittel, die aufzubringen sind, dann wird das eigentlich nur über Kooperationsmodelle funktionieren können. Das ist ganz klar auch die Zielsetzung, die wir im BMFIT für den Breitbandausbau hier sehen. Und da ist es auch ganz wichtig, wie der Kollege Mitter es ja auch gesagt hat, wenn eine Gemeinde etwas erschließt, ein neues Siedlungsgebiet oder ein neues Stadtgebiet, da muss man eben alles mitdenken. Und üblicherweise denkt der Bürgermeister an die Straße, er denkt an Kanal, an Wasser. Und manchmal vergisst er halt die Idee. Das ist halt nicht immer so ganz klar. Oder es wird oft gesagt, gerade bei den kleinen Bürgermeistern, das wird die Telekom schon machen. Und dort haben wir dann auch die Probleme. Es wird schon irgendeiner machen. Aber das ist dann die Frage, mit welcher Qualität und wie nachhaltig das Ganze ist. Das, was wir heute brauchen, ist eigentlich, dass bei jedem Bauvorhaben, den eine öffentliche Hand macht, im Prinzip eine Glasfaser mitverlegt wird. Denn das kostet nicht die Welt. Aber ich kann es dann nutzen, wenn ich es brauche. Und diese Ansätze sind ganz normale Kooperationsansätze. Kann ich machen über Förderungen, kann ich machen über Informationen, über Zusammenarbeit. Es wird auch gemacht. Weil wir arbeiten jetzt seit 2003 mit den Ländern sehr eng zusammen. Wir haben mehrere Förderprogramme mit den Ländern laufen gehabt. Es läuft jetzt wieder eines. Und ich muss sagen, das macht mich auch ein bisschen zuversichtlich, dass wir das Ziel für 2020 erreichen werden. Denn genau diese Kooperation senkt ja auch genau die Kosten. Und ich bin nicht immer ganz der Meinung, dass der Wettbewerb jetzt schon so kritisch zu sehen ist. Ich glaube, der Wettbewerb wird notwendig sein. Und
Wir werden ohne Wettbewerb wahrscheinlich das Ziel auch nicht erreichen. Und wir sehen es gerade im Telekom-Bereich, ich kann ja den Mobilfunkbereich herziehen. Wenn Sie heute um 7,50 ein Angebot kriegen mit 1.000 SMS, 1.000 Minuten und Internetzugang, ja, das ist nicht schlecht, sagen wir es einmal so. Und ich glaube, ganz Europa beneidet uns um das. Also das heißt, wenn es hier den Wettbewerb nicht gegeben hätte, würden wir heute noch immer eine exorbitant hohe Telekommunikationspreislandschaft vor uns sehen. Und es hätte sich auch die Entwicklung nicht so entwickelt. Also das heißt, der IT-Durchsatz in Österreich mit Smartphones und so hätte sich mit Sicherheit nicht so entwickelt, hätte nicht das preismäßige Umfeld für eine Massenentwicklung eben gepasst. Das Problem, was wir jetzt allerdings haben, ist, wir bräuchten es eigentlich auch im Festnetz in hochwertigen Angeboten, dass hier auch eine wirkliche breite Durchdringung kommt. Und ich glaube, zum Schluss für die Kollegen hier auch, jeder einzelne Dienst, der ans Netz geht, hilft genau diese Spirale von Angebot und Nachfrage eben zu entwickeln. Nur gemeinsam, nur in Kooperation werden wir das Ziel eben erreichen. Zuversicht auch im Justizministerium, was die Zukunft anbelangt, nehme ich mal an. Jedenfalls, um es auf zwei Schlagworte zu kondensieren, wohin die Reise gehen wird, ist meines Erachtens Flexibilität und Agilität. Der Weg der Justiz in diese Richtung ist seit Jahren bereits tatsächlich festgeschrieben, nämlich in unserer IT-Strategie, wo eines der Kernelemente oder Herzstücke die serviceorientierte Anwendung ist. Damit schließt sich fast für mich schon der Kreis der heutigen Veranstaltung. Es gab dazu eine sehr, sehr anschauliche Präsentationsfolie, während es in den Anfängen der Justiz-IT zum Teil auch technologisch bedingt notwendig war, große Anwendungen, die dann fast monolithisch thronen, zu entwerfen, vergleichbar mit dem Bild eines großen Containerschiffs, das zwar eine ungeheure Tragfähigkeit hat, aber natürlich auch seine Nachteile birgt, die Richtung zu nehmen, kleine, flexible Anwendungen zu schaffen, die untereinander kooperieren, die wiederverwertbar sind. Also im Bild der Präsentation war es eine Flotte von Segelschiffen, die kostenoptimiert sehr, sehr wendig und flexibel agieren können. Dieser Trend lässt sich ja hinunterbrechen bis auf die Ebene der Softwareentwicklung. Die agile Entwicklung ist vielleicht manchen ein bekanntes Schlagwort. Also ich glaube, das ist ein durchgängiges Konzept, das auch in Zukunft den Kurs der Justiz bestimmen wird. Vielen Dank. Ja, vielleicht gleich weiter an den Herrn Sektionschef Auer. Was sind Ihre zukünftigen Highlights in den nächsten, sage ich mal, mittelfristig gedacht? Also ich muss gestehen, dass meine persönliche Glaubwürdigkeit unendlich leidet, wenn ich jetzt noch einmal das Elga-Gesetz ankündige, weil ich das, glaube ich, schon seit 2 Jahren ununterbrochen tue. Es wird aber kommen und ich kann Sie nur trösten. Die österreichische Ärztekammer war in dieser Republik gegen jegliche innovative Einführung. Die österreichische Ärztekammer war auch gegen die Einführung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Es war nicht die Wirtschaftskammer, es war die Ärztekammer. Die österreichische Ärztekammer war auch gegen die Einführung der E-Card. Und sie ist daher letztlich auch jetzt gegen die Einführung ganz folgerichtig gegen Elga. Also das wird nicht das Problem sein, weil wir haben ein sehr gutes und sehr dickes ASVG in der Zwischenzeit. Spaß beiseite, also dieses Thema ist wahrscheinlich wirklich auch politisch zu lösen. Ich habe andere Sorgen in der Zwischenzeit, positive, herausfordernde Sorgen. Wir müssen in der Gesundheitswelt Interoperabilität herstellen. Und weil Sie vorhin gemeint haben, Unternehmen, proprietäre Lösungen in einer Vernetzung von einer Dienstleistervielfalt, die wir im Gesundheitssektor haben, die dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir haben in Österreich ja einen ganz interessanten Weg gegangen in dem Gesundheitsbereich, wo wir uns ja darauf verständigt haben, wir, nämlich jetzt die öffentlichen Hände, Länder, die Gebietskörperschaften, wir und die Sozialversicherung, sozusagen IHE als das Leitbild zu verwenden, wenn wir Investitionen und Reinvestitionen vornehmen, weil es letztlich bei uns sehr, sehr stark um diese Interoperabilität und die Herstellung von Interoperabilität geht. Und da sind wir letztlich auch auf die Unternehmungen und auf die Anbieter angewiesen, in dieser Hinsicht offen zu sein. Und das ist nicht nur ein nationales Thema. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn wir sozusagen grenzüberschreitenden Gesundheitsdatenaustausch betreiben wollen, dass sich das Ganze noch einmal multipliziert.
wird. Und das beginnt dann bei den schlichten Dingen, der Obersenatsrat hat es dann schon gesagt, beim IT-Management, beim Identitätsmanagement muss auch sozusagen Interoperabilität hergestellt werden. Da sind wir in Österreich übrigens eines der ganz wenigen Länder, wo die interministerielle Zusammenarbeit auch wirklich vorbildlich funktioniert. Denn wir machen in der Gesundheit nichts Neues, was zum Beispiel IT-Management angeht, sondern kriegen auf das zurück, was sozusagen E-Government hier denkt und vordenkt und auch investiert und einrichtet. Das ist gar nicht in allen Ländern so der Fall. Wenn ich über die Grenzen schaue, in die Bundesrepublik Deutschland, da kocht die Gesundheitswelt eine völlig andere Suppe, als das E-Government-Sektor eine andere Suppe kocht. Und die Suppen werden, glaube ich, nicht so schnell zusammenwachsen und das wird ein Problem werden. Das ist bei uns nicht der Fall, da sind wir besser aufgestellt. Also noch einmal Herstellung von Interoperabilität, das ist für uns eine begleitende Managementaufgabe, das ist Reden und Predigen, um sozusagen hier Fortschritte zu erzielen. Und lassen Sie mir noch ein Schlusswort sagen. Ich bin in einem Punkt, in einem zentralen und wichtigen Punkt bin ich konsequent an der Seite der Ärztekammer, als einer der großen Gegner eigentlich des IKT-Einsatzes in der Gesundheit. Es geht um Usability. Es geht um Usability und die können auch wir von der Verwaltung und ihr als kleiner Hausmeister in der Verwaltung auch überhaupt nicht beeinflussen, aber wir können mithelfen, dass das ein zentrales und wichtiges Thema ist, weil die ganzen IT-Anwendungen sind nicht durchbringbar, wenn die Usability beim Anwender nicht gegeben ist. Und ich habe es da eine besonders schwierige Klientel mit den Ärzten, die an sich ja nicht so IT, die sind ja alle IT-affin, in vieler Hinsicht. Nur wenn es dann sozusagen um öffentliche Anwendungen geht, dann müssen die besonders beweisen, dass sie funktionieren. Wir haben, die Zeit läuft uns davon, nur mehr 3 Minuten Zeit, jetzt deswegen noch ganz schnell das Schlusswort oder das Schlussstatement von Herrn Dr. Schirf, was die Zukunft anbelangt und Ihre sozusagen nächsten Vorhaben und Umsetzungsprojekte. Ja, ich glaube, das Stichwort Zusammenarbeit ist gefallen und das spielt für uns eine große Rolle. Wir sind gerade, indem wir Dienstleister für die Unternehmer sind, auch in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer. Auch da hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten wahnsinnig viel getan und wir versuchen logistisch, wir versuchen technisch, also jetzt Akkreditierung in den verschiedensten Bereichen hier für die Wirtschaft entsprechende neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist nur möglich, wenn wir das Know-how mitnehmen. Und gerade wieder, wie ich aufgeklärt wurde vom Sektionschef Bob, dass es sogar Fälle gibt, wo ein Gewerbeverfahren 3 Wochen dauert, aus welchen Gründen immer, habe ich gerade mit dem Kollegen Mitteis vom Magistrat der Stadt Wien gesprochen, was es für viele Möglichkeiten gibt, gerade indem wir das Beste vom Besten aus den Ländern nutzen. Dass wir hier schauen, wo können wir neue Standards schaffen? Und genau das ist es, was auch gelingt durch ein solches gemeinsames Vorgehen im Gewerberegister, dass das nicht mehr passiert. Ich weiß von den internationalen Vergleichen, und die spielen gerade für uns als Wirtschaftsministerium eine ganz große Rolle, dass wir nicht so schlecht unterwegs sind. Ich weiß, dass wir gerade auch, was das Umsetzen, geht es heute nicht mehr um Wochen, sondern um Tage. Und wir werden alles daran setzen, ohne die Qualität zu reduzieren, weil da kann man eben auch nicht die Anmeldungen in einer Garage in Amerika vergleichen mit dem, wenn bei uns halt ein qualitativ hochstehendes Gewerbe auch mit der Notariatsakt und Ähnlichem, um hier nur einiges anzusprechen, angemeldet wird, dass da gewisse Unterschiede sind. Aber wir werden trotzdem alles daran setzen, dass hier die Standards so sind, dass die Unternehmer ganz rasch drankommen. Und ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung, dass gerade auch hier das Know-how der Länder und Gemeinden eines ist, dass man durchaus hier nutzen sollte und hier in diesem durchaus gegenseitigen Wettbewerb, dass wir gemeinsam dorthin kommen, dass 2020 das Jahr ist, wo die österreichische Wirtschaft, die KMU, wirklich die Top 1 in Europa sind. Ja, somit würde ich sagen, ein sehr schönes Schlusswort vom Herrn Dr. Schirf. Meine Kollegen, vielen herzlichen Dank für die Teilnahme, für die Diskussionsrunde. Hat Spaß gemacht, war höchst interessant. Ich hoffe, auch für Sie war einiges Interessantes dabei. Ihnen sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen interessanten und spannenden Nachmittag mit den Folgeveranstaltungen. Danke.
Gleichwohl.